euch gesagt. Gesehen, dass sie am Ostermontag betteln. Warum betteln sie? Weil meine Betreuer gibt mir kein Haushaltsgeld. Und warum? Das weiß ich nicht, warum. Wie heißt du? Wer bist du? Ich. Anna Victoria Theresia Moosmeier. Meersburg zur Neide. Und wer hat das veranlasst? Wer hat das veranlasst? Ja, ich bin selber dahinter gekommen, weil mir nichts anderes übrig geblieben ist. Der Betreuer sorgt nicht für mich. Aber es hat noch niemand gefragt, wer der Betreuer ist. Darfst du das offiziell sagen, wer dein Betreuer ist? Darfst du das in der Öffentlichkeit kundtun? Ja, wenn mich jemand fragt, wer ist dein Betreuer, dann würde ich das sagen. Und wer ist dein Betreuer? Das ist diese...
Eine Frau, kein Mann. Der sorgt nicht um dich. Nein. Nein. Und ich hab dir nichts zu leid getan. Und verlange auch nicht zu viel von ihr. Aber vielleicht ist sie selber krank. Das weiß man halt nicht. Er muss doch wissen, dass er mir ein Haushaltsgeld geben muss. Ja, hat er verweigert. Und ich kann mir absolut nicht denken, warum. Weil ich... Ich kann mir nicht denken, warum. Und deswegen tust du jetzt heute betteln? Am Ostermontag? Ja, es bleibt mir nichts anderes übrig. Ich möchte wenigstens ein Stück Brot kaufen können. 2 Euro hast du bekommen. Da kriegst du ein ganzes Brot. So, das darf mir reichen. Hm? Wie lang? 2 Tage? Ja, vielleicht. Ja. Also, alles was recht ist, das reicht mir jetzt. Der Betreuer hat mich sowieso schon manchmal sehr enttäuscht. Und deswegen möchte ich jetzt, dass das an die Öffentlichkeit kommt. Jawohl. Alles, was recht ist. Also so lasse ich mich dann doch nicht mehr Hans Wurst mit mir treiben. Mich dann doch nicht mehr Hans Wurst mit mir treiben.